Wir haben nicht die Leute, um Kjötvis Feste zu stürmen. Die Verluste wären zu groß. Die Verluste sind jetzt schon zu groß, Vater. Bis diese Schlange tot ist, wird sie uns vergiften. Tag um Tag, Tropfen um Tropfen. Das Gift hat bereits unser Wasser verschmutzt. Götter, Eivor, was ist geschehen? Späher in unserem Lager. Drei Männer von Kjötvi geschickt, uns im Schlaf zu töten. Ich vergalt es ihnen. Da hörst du es. Das hast du vom Warten. Wir müssen auf diese Schmach antworten. Sie kamen aus Netafall, dem Walfängerdorf in Kjötvis Einflussbereich. Doch schlagen wir zu. Wir brennen es nieder, bevor Kjötvi vom Tod seiner Späher erfährt. Er könnte mehr geschickt haben. Ich suche das Dorf ab, während du die Mannschaft sammelst. Nicht nötig. Heitam wird das Gebiet absuchen. Verlasst euch auf ihn, während wir unterwegs sind. Wir? Willst du dich anschließen? Ich bin nicht wie ihr für Valhall vorgesehen. Aber dies wird nicht meine erste Schlacht sein. Das gefällt mir nicht. Aber ich halte euch nicht auf. Führe meinen Sohn nicht in denselben Sturm, der dir folgt. Eieiei. Dann müssen wir jetzt segeln. Ich würde sagen, das tun wir einfach. In die Wellen. Ja, bada, bada, ja. Rege, Renngier. Als ich fort war, fernab dieser frostigen Küste und mich fragte, ob ich die Heimat je wiedersehen würde, spürte ich Angst. Angst, nicht rechtzeitig zurückzukehren, um Kjötvis Ende zu erleben. Angst, ihn nicht wie ein abgestochenes Schwein im Schnee ausbluten zu sehen. Doch hier bin ich, rechtzeitig, um mit jenen, die ich liebe und vermisst habe, in den Kampf zu ziehen. Heute entreißen wir Kjötvi Netafall. Heut Abend schlägt sein Herz wild vor Sorge. Morgen zerplatzt es vor Furcht. Er wird die Götter um Schutz anflehen. Doch sie werden ihn nicht erhören. Und schon bald wird der Rabenclan sich an den Toten laben. Du kennst diese Inseln am besten, Wolfsmal. Führe uns zum Sieg. Ich weise den Weg, aber führen musst du uns. Oh, Eivor, wie habe ich dich an meiner Seite vermisst. Wie sehr ich wünschte, du wärst mit mir gereist. Styrbjörn wollte dem Schicksal nicht unser beider Leben anvertrauen. Er war grundlos besorgt. Zusammen sind wir unaufhaltbar. Ruhig. Macht euch bereit! Weniger Segel! Segel nieder! Ihr Kämpfer zerstört alles! Plündert und brandschatzt! Lasst alle, die Kjötvi treu sind, unseren kalten Stahl spüren! Gleich kommt die Axt! Stopp!
nieder. Wie lange denn noch, Blutsack? Hört alles! Plündert und brandschatzt! Lasst alle... Zerstört alles! Plündert und... Zerstört alles! Mein Mikro war stumm. Jetzt habe ich mich selber gesprengt so ein bisschen. Komm sofort zurück! Ich guck gerade nach Beeren. Zerstört alles! Plündert und brandschatzt! Lasst alle, die Kürt wie treu sind, unseren kalten Stahl spüren! Oder anderem Essen. Oha. Nicht, Junge. Da bist du ja wieder. Nun, pass dich ab. Immerhin gibt es ja schon mal Pfeile. Die Frage ist auch, wo hier die Vorräte sind. Muss ich gleich mal gucken. Ah, ich sehe schon. Zack, zack, zack. Ein Glück ist. Die Waffe ist der Oberhammer, ey. Ich hätte kontern sollen. Also einmal zurück ausweichen und dann kontern. Nein! Nach langer Zeit gestorben. Ja, mit der Waffe muss man auch erstmal üben, ne? Kurz bevor ein Schlag dich trifft, Q drücken. Da kannst du gewöhnliche Schläge deiner Gegner parieren, abwehren. Bei einer erfolgreichen Parade erleidet dein Gegner Betäubungsschaden. Und es ist halt, es fängt langsam an und wird immer schneller. Man muss halt erstmal den Schwung aufbauen. So, plündern. Also. Da. Ich fange dann nochmal an. Aber ist auch gut, dass ich einmal neu lade, weil. Die werden sofort angreifen. Ich mich eben selbst gesprengt habe. Das werde ich jetzt vermeiden. Los geht's! Zerstört alles! Plündert und brandschatzt! Lasst alle die Kürt, wie treu sind! Unseren kalten Stahl! Boah. Ah, yeah. Nein, wir hatten das jetzt zerstört da. Mein Scheiß. Zerstört alles. Plündert und brandschatzt. Lasst alle die Kühe, die treu sind, unseren kalten Stahl spüren. Sehr gut, Kollege, sehr gut. Ah, den kann man plündern hier. Er hat Silber, gar nicht mal wenig, 54. Yeah.
Ja, ich bin dabei. Ja, die Bogenschützen ausschalten. Yes. Supi. So, da oben ist ein Wagen. Wie sie schnauft. Hasenfuß. Hasenfuß. Okay, man muss schon vorher Schwung haben. Noch ein Wagen hier. Kaputt. Da kommen Schiffe. Die machen wir kaputt, die Leute. Die sollen nur ankommen. Immer dasselbe. Wo ist der kleine, süße, nette, liebe Sigurd? Joghurt. Grüße, Rabenclan. Ihr fahrt eine blutige Ernte ein. Wer bist du, Fremder? Wie nennt man dich? Ich kenne sein Gesicht. Er hat vor kurzem Styrbjörn getroffen. So ist es. Ich bin Gudorm, der Onkel von König Harald des Nordens. Ich spreche für meinen Neffen, wenn nötig. Dies sind nicht König Haralds Lande. Warum schickt der Krieger so weit nach Süden? Die Frage kann er dir selbst beantworten. Herr? Danke, Onkel. Du bist Sigurd vom Rabenclan, richtig? Der Sohn des Waisenkönigs Styrbjörn. Der bin ich. Du stehst auf seinem Land, König Harald. Land, welches wir mit Blut und Stahl zurückholten. Dies sehe ich und achte ich. Denn ich bin nicht hier, um Krieg gegen euch zu führen, sondern für euch. Auf Bitte deines Vaters. Dieser schlaue Fuchs. War das der Plan, von dem er sprach? Ich biete meine Unterstützung an. Mit meinen Kriegern kann der Rabenclan Kjötvis Feste einnehmen und diesen Zwist ein für alle Mal beenden. Gute Nachrichten, Eivor. Der Wanderkönig wird das Blatt für uns wenden. So. Entschuldigung, ich musste gerade kurz ein Berliner zu Ende essen. Erstens, wir haben dasselbe Ziel, heißt, wir sind ein Team. Zweitens, wir brauchen deine Männer nicht. Wir schaffen das alleine, wir brauchen dich nicht, wir sind auf deine Hilfe nicht angewiesen. Heißt, man schlägt ein Angebot aus, das nicht selbstverständlich ist. Also das Angebot ist nicht selbstverständlich, so ein Angebot zu erhalten, sich zu verbünden. Das ist nicht selbstverständlich und deshalb sollte man das nicht ausschlagen. Drittens, was hast du davon, heißt, du möchtest doch nur quasi, das ist wieder, die Frage kann man nicht stellen. Ne? Das kannst du nicht machen. Was hast du davon? Das ist unhöflich. Ne? Es geht hier nicht um Geld oder so. Wir brauchen deine. Also das ist verhandeln, unhöflich, das ist, wir brauchen deine Männer nicht, ist sowieso unhöflich, wir haben dasselbe Ziel, wir sind ein Team. Ein jeder, der Kjötvis Herrschaft beenden will, ist mein Freund. Wir danken dir, König Harald. Dein Vertrauen wird sich auszahlen. Diese Blutfehde sitzt tief, König Harald. Deine Hilfe ist willkommen, doch muss ich den Angriff führen. Ach so. Ist das eine Frage der Ehre für euch? Ja,
Vor vielen Wintern brach Kjötvi einen Schwur gegenüber unseren Vätern. Er brach den Frieden und tötete viele. Ich verstehe. Jarl Sigurd wird den Angriff gegen Kjötvi und seinen Clan führen. Gib ihm den Befehl über meine Schiffe und Krieger. Wenn du den Sieg in den Händen hältst, Sigurd, suche mich in Alrekstadia auf. Dann feiern wir gemeinsam. Unsere Leute versammeln sich in Flörli, nordöstlich von hier, nahe der Fjordmündung. Schließt du dich uns an? Einen Moment. Du führst unser Langschiff, Eivor. Wir treffen uns dort und bringen den Göttern Kjötvis Kopf dar. Bruder, auf diesen Tag warte ich seit vielen langen Jahren. Wenn Kjötvi vor uns steht, lass mir den Todesstoß. Er ist dein, Eivor. Das hast du verdient. Eivor, hilf uns hier mal! Harald ist freigebig mit seinen Kriegern. Mehr als ich es wäre. Ich durchschaue sein Spiel nicht. Entweder ist er jung und dumm oder trickreich und weise. Was auch sein Antrieb ist, ich habe ein gutes Gefühl, dass dieser Krieg bald endet. Dass dieser Krieg beendet, ja. Ich habe eher so das Gefühl, dass der Krieg gerade erst anfängt. Ein grausames Schicksal. Sprich mit Sigurd. Das tun wir. Wo ist... Oh, zwei Fertigkeitspunkte. Geil. Fertigkeiten. So, was macht denn Sinn? Was möchte ich eigentlich hier oben als erstes haben? Guck mal, Handwechsel. Bin ich dumm? Perfekter Angriff. Drücke das erneut, während du die Waffe schwingst, um beim nächsten Treffer mehr Schaden anzurichten. Das klingt gut. Paradeschaden. Erfolgreiche Paraden richten beim Angreifer Schaden an. Das ist sehr praktisch. Und Feuerwiderstand. Erhöht die Widerstandskraft gegen Feuer und daraus erwachsenen Schaden. Das ist schon mal gut. Dann kommt Weg des Bären da auch relativ schnell. Schwerer Schaden und dann kommt schon Paradeschaden. Hier haben wir Betäubung, Schleichen, Weg des Bären, perfekter Angriff. Das heißt, wenn ich jetzt Ausbildung plus Weg des Bären nehme, haben wir da direkt mehr von. Hier unten ist einmal Schleichen, das kann man immer noch mal holen. Ich kann jetzt nicht den nehmen, ne? Nein, ich muss... Ja... Ach so, die kann ich hier noch gar nicht nehmen. Geht nicht. Brauche ich dafür mehr Punkte? Ah, das geht vielleicht nicht, weil ich hier gerade in der Pampa stehe. Ich muss wohl in der Stadt sein, glaube ich. Oder irgendwie woanders. So, ich probiere das hier nochmal. Ne, hier geht das nicht. Ach nee, Quatsch, ich bin ja hier noch beim Plündern, sozusagen. Aha, Sigurd steht da oben. Hallo Joghurt! Hallo Joghurt! Eivor, du hast den Auftakt verpasst. Kjötvis Vorposten schmolz dahin, als wären wir der Frühling. Greifen wir also von hier aus an? So ist es und wir sind hungrig auf den Kampf. König Haralds Truppen stehen bereit. Gib nur den Befehl. Das werde ich, doch vor dem Angriff habe ich eine Bitte. Welche? Dass Eivor Kjötvi vor den Toren seiner Feste herausfordern darf. Zu einem Zweikampf bis zum Tod. Ist es das, was du willst?
Kjötvi stahl meinem Vater jede Ehre und Würde. Ich werde sie zurückerobern. Wenn es um die Ehre geht, soll sich niemand einmischen. Und sollte Kjötvi vor Beginn der Schlacht sterben, umso besser für uns. Heute nun muss meine Klinge das Werk von Skulls scharfer Schere tun und Kjötvis Schicksalsfaden kappen. Gut gesprochen, mein scharfzüngiger Krieger Skalde. Mögen wir alle das Lied dieser Saga hören. Eivor, auf ein Wort. Basim, Heitam, diese Fehde ist nicht die eure und doch kämpft ihr mit uns. Das scheint mir seltsam. Du findest es seltsam, weil du dich irrst. Unser Clan, die Verborgenen, wir bekämpfen Kjötvis Orden schon seit Jahrhunderten. Ihr kamt aus Miklagard hierher, um Kjötvi zu töten? So ist es. Vielmehr kamen wir, damit Heitam ihn töten kann. Mein Lehrling studiert dieses Ziel schon seit Monaten. Ist Kjötvis Ruf außerhalb Nordweges so groß? Nicht sein eigener Ruf, doch der des Ordens, zu dem er gehört. Sie sind, sagen wir, Rivalen unseres Clans. Heitam, dies geht nicht gegen dich oder die Verborgenen. Doch Kjötvi gehört mir. Meine Familienehre steht auf dem Spiel. Das verstehe ich. Was zählt, ist, dass Kjötvi heute stirbt. Darin sind wir uns einig. Sigurd Hurensohn, du schreist um meine Mauern wie ein Dieb in der Nacht. Stell dich mir! Dieser Kampf gehört mir, Kjötvi. Sigurd ist nur hier, um zuzusehen, wie mein Rabe sich an dir satt frisst. Sieh mal an! Wieder einmal erscheint Eivor Wolfsmahl, um sich an mir zu versuchen. Dies ist meines Vaters Schande. Heute hole ich die Ehre zurück, die er verlor. Ich rufe einen Holmgang aus! Hier! Gegen den Eidbrecher! Du wirst flehen, wie dein Vater gefleht hat, Wolfs. Kreischen, wie deine Mutter gekreischt hat. Alter Schwede. Okay, du wir müssen. Hast mein Leben zerstört. Da gar nicht selber hingehen. Du bist so schwach, wie dein Vater es war. Du solltest tanzen und nicht kämpfen. Deinem Tod entkommst du nicht. Blut fließe! Boah. Hat der Schaden gemacht. Komm, umarme dein Schicksal. Bete für den Tod. Alter. Der ist hardcore. Nein. Die Waffe ist zu langsam. Ich muss mal die Waffe wechseln. Steh auf, Eivor. Heute ist nicht dein Todestag. Warum stirbst du nicht einfach? Wir sind nicht allein, Kjötvi. Der Allvater sieht zu.
Meine Klinge wird dein Blut trinken. Dein Fleisch wird meine Wölfe nähren. Ah, Mann, wie komme ich denn jetzt in das... Ah, ich würde gerne die scheiß Waffen wechseln. Ab nach Helheim! Boah. Alter, wie der... Wie lange der auch charged. Ich muss unbedingt die Waffe wechseln. Die ist zu langsam. Meine Klinge wird dein Blut trinken. Dein Fleisch wird meine Wölfe nähren. So, wie kann ich jetzt die Waffe wechseln? Option. Steuerung. So, ich komme noch irgendwie in das Genaktion, Mausempfindlichkeit. Warte mal, wo sehe ich hier? Quest ist auf Tab. Leichter Angriff, Ziel, Hochklettern. Ja, das ist Welt. Rabenrufen, Attentat, primäre Akt. Ich muss eigentlich ja, mit Tab. Mit Tab oder mit Weltkarte. Ich komme sonst jetzt nicht mehr. Okay. Ja, ich kann es aber probieren mit der Waffe. So. Ich brate mir dein Herz. Verraten sollst du. Nee. Also. Eigentlich voll geil. Also die Waffe ist schon gut. Doch man muss nur erstmal in das Timing dafür reinkommen. Odin! Was verlangst du von mir? Du erhältst deinen Lohn, Wolfsmal. Den Ruhm meines Todes. Alles hierfür. Deinen feigen Vater und sein sinnloses Opfer. Sieh,
Den Preis unseres Krieges, Wolfsmal. Die Ernte, dreier Generationen tot, all ihre Namen vergessen. Nichts davon hat Bedeutung. Nein. Mein Clan wird nicht vergessen werden! Ich kämpfte so hart, so verbissen, um zu leben, denn ich weiß, was uns am Ende erwartet. Nur Dunkelheit. Rabenclan! Eure Leben sind verwirkt! Kommt her, wenn ihr müsst! In den Schmelztiegel eures Untergangs! Dein Vater ist tot, Gorm! Seine Schuld getilgt! Öffne die Tore und du wirst verschont! Wälz dich in Scheiße, Wolfsmal! Bogenschützen zielen! Raben zeigt keine Gnade! Bogenschützen? Feuer! Greif einfach mal das Tor an. Ich glaube, das bringt nichts. Ach so, von innen. Ah, ich bin auch doof. Hopp. Da kommen wir nicht hoch. Da, die Leiter. Geht nicht anders. Voran! Zum Ruhm! Boah, was willst du denn hier? Stirb! So, erstmal das Schloss zerschlagen. Boah, was? Yeah. Mach hoch die Tür, das Tor mach weit. Es kommt die Braut. Mit uns. Voll Herrlichkeit. Hört nichts mehr. Es ist alles so ruhig. Ah, jetzt. Uah. Entriegele das letzte Tor. Boah. Was ist das da? Hier, ein Stein für deinen Schädel. Boah, wie krass schnell das wird. Da hat keiner eine Chance. Ja, stampfen. Stampfen. Geil. Hinterm Balken, voll zensiert, ey. So. Tada. Hallo. Schlag ihr Schädel ein. Vergießt ihr Blut. Bleibt bei mir. Es ist fast geschafft. Was? Das ist schade, dass man halt... Er zieht seinen Schwinger durch. Tot. Du wirst kein Futter. Mein Tod nach. Wie ich. Was stirbst du? Ich mach dich kaputt!
Das ist schon cool. Ich halte mich mal ein bisschen. Oh, der ist ja direkt hinter mir. Also das ist nicht so richtig perfekt. Also die Reaktionszeit von dem in den Kämpfen, das ist nicht so auf den Punkt. Oh, gib mir Stärke! Ich rechte das Rückgrat! Ich reichte die Lunge raus! Und dann kommt man mit den Schwingern an. Was macht der da, Alter? Genau. Eieiei. Ah, hier war ich vorher schon mal. Ja. Deine blinde Rachsucht macht dich berechenbar. Du bist nur ein Schatten deines Vaters, Gorm. Schwach und geistlos. Und du wirst diesen Ort nur als Asche im Wind verlassen. Als Asche im Wind. Oha. Ja, hier sind wir schon mal drin gewesen. Feigling Gorm flieht. Sein Vater starb heute zweimal. Oh oh. Kjötvis Feste. Eivor, der Tag ist unser. Lass den Feigling ziehen. Eivor. Der Schlachtatem steigt mir von der Stirn. Die Skalden werden diesen Tag besingen. Der Tag ist unser, doch Gorm ist entkommen. Er floh nach Norden, in König Haralds Reich. Lass dieses geschundene Ferkel fliehen, wohin es will. Sein Vater ist tot, sein Clan zerstreut. Wir herrschen in Rygjafylki. Ein zahnloser Welpe kann zu einem gefährlichen Wolf heranwachsen. Eivor, lass es. Hör zu. Du hast deine Ehre wiederhergestellt. Genieße den Sieg. Und morgen wird gefeiert. Du hast recht, Bruder. Du hast immer recht. Gudrun, übermittle die Nachricht unseres Sieges deinem Neffen, dem König. Das habe ich bereits, Sigurd. Er wird höchst erfreut darüber sein und euch einen Ehrenplatz bei seinem Ting in Alrekstadir einräumen. Sag ihm, wir kommen. Von der Schlacht berauscht und Ruhmeslieder singend. Suche die Gesellschaft von Königen und bald hast du deine eigene Krone. Wenn die Nornier es so vorsehen, bleib hier und plündere, was du kannst. Ich überbringe Vater die Neuigkeit unseres Sieges, bevor er zu Haralds Ting aufbricht. Ich weiß, Sünen, ein andermal. Ein grausames Schicksal abgeschlossen.
Ja. Ja, gucken wir ins Inventar. Was haben wir denn da im Inventar? Ein Helm. Boah, geil. Man sieht ihn nicht. So, jetzt hat sie den Helm an. Ach, man kann die insgesamt ausblenden. Komplett quasi. So würde man gar nichts mehr sehen. Aha, aha. Köcher kann man leider... Oh, den würde ich ja gerne ausblenden. Geht aber nicht. So, wir müssen nochmal... Maximale Mahlzeitenkapazität, das müssen wir nochmal erhöhen, ey. Ja, den Helm blende ich trotzdem mal aus. Der sieht echt kacke aus. So. Fertigkeiten. Wir haben mal wieder 2 Fertigkeitspunkte. Kann ich aber nicht. Achso, weil ich erst den... Ah. So, den wollte ich aber noch gar nicht. Ich bin auch doof, ne? Ich habe den hier versucht eben, als wäre ich besoffen. Ich muss so, dann so. Zack, jetzt haben wir erhöhten Feuerwiderstand. Tada! Begib dich nach Alrex Stadia. Da können wir übrigens dann auch die Schatzkarte uns angucken. Das soll ja neben Alrex Stadia soll doch ein Schatz sein. Da müssen wir uns auf den Berg konzentrieren. Der soll aussehen wie ein Auge. Nein, die Frage ist auch, ob wir gleich segeln müssen. Oder ob wir da so mit dem Pferd hin können. Vielleicht haben wir sogar schon eine Schnellreise. Warte. Nee, haben wir noch nicht. Haben wir noch nicht. Ich markiere mal den... Oh ne, das ist zu weit. Das ist jetzt gerade... Geht das schneller, dahin zu reiten? Und dann würde ich aber auch... Ja. Genau, ich sammle gleich. Also ich reite jetzt nur zu der Quest. Das machen wir fertig. Und dann beende ich die Aufnahme einmal und sammle die ganzen Adlerpunkte ein. Nein. Uff. Fehlt ja so ein Autoradio, ne? Wo du nebenbei Musik hörst. Bom, bom, bom. Bäh. Bop, 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 bop. Also Beatbox, heißt, ich kann das gar nicht. Bing, bang, 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 bang. Da steht einer. Den sehen wir nie wieder. Was soll das? Wer schlägt hier die Kriegstrommeln an? Sieh mal an! Eine kampferprobte Wikingerin. Genau dich brauchen wir. Oh, und wofür braucht ihr diese kampferprobte Wikingerin? Eines Tages sind wir die größten Krieger unter unserem Banner. Skalden werden Lieder über das Wolfsrudel schreiben. Aber erstmal müssen wir noch das Plündern üben. Plündern wollt ihr? Dann lasst uns plündern. 3 Wölfe und ich als 4. an eurer Spitze. Yeah, es wird geplündert. Sie rannten. 4 Krieger. Wie 4 Klauen eines Raubtieres. Eine jede zum Töten geschaffen. Zum Vernichten. Jawohl. Ich lese mal. Aufruf zum Raubzug. Schließt euch meiner Mannschaft an. Wir plündern und brandschatzen. Hotkester an der See.
Aber die sind in die Richtung. Sie kamen im Dorf an, hatten Fackeln, Äxte und Klingen dabei. Bereit für das Gemetzel. In den Krieg! Ah! So, und nun? Dann los! Attentat. Das Opfer schafft es nicht zu fliehen. Nicht einmal zu blinzeln, yeah, während ihm die Luftröhre aus dem Hals gerissen wird. Seine Innereien werden jetzt zu Äußereien. Die Innereien werden zu Äußereien. Voller Blut und Kampfeslust. Verschmettert die große Wölfe Menschen wie Tontöpfe. Die Beute. Einsam steht das Wolfsrudel im Schutt des feindlichen Dorfes. Nichts bleibt, außer Treib für uns und der glimmende Rest des Blutbaums. Das stimmt. Große Wölfin, und knie nieder vor deiner Jahlskona. Aha, fertig. Wir haben geplündert. Ein erfolgreicher Raubzug. Ja, dank deiner Hilfe wurde der Rabenclan endgültig vernichtet. Der Rabenclan, sagst du? Ja, wie in Jarl Kjötvis Erzählungen. Eines Tages werde ich so sein wie er. Tod dem Stürmchen! Tod dem Rabenclan! Haha, ein Weltereignis. Kjötvis junge Krieger. Eines Tages sehe ich euch Wölfe auf einem anderen Schlachtfeld wieder. Da kommt mein Reittier angeritten. Haut hier erstmal alles um. So. Wir haben mal wieder 2 Fertigkeitspunkte bekommen. Aha. Dann geht jetzt mein Weg des Bären. Ah, plus schwerer Schaden. Ist der Hammer, ey, wie stark wir schon sind.